Mir fällt gerade auf, wie erschreckend wenig Punkte Markov und Ray Carter zusammen, also jeweils haben. 10 und 11 Punkte. Dreimal 1 der Markov, dann mal 2 Punkte und das Ganze zweimal und einmal 3, das höchste der Gefühle. Sally Taylor war auch sehr konstant. Das erste Rennen hat Katie Jackson die Gesamtwertung gekostet. Da hat sie nur einen Punkt gesammelt. Na gut, wir gehen den Spaß nochmal an mit dem Venom. Den dürften wir jetzt bekommen. Ich würde sagen, ja, wir haben mehr als genug Kohle. Autohändler. Dann haben wir ein Auto, wo wir auch mal ordentlich übers Dach gucken können, was nicht andere Autos verdeckt. Ich wähle blau. Schmetterlingsblau. Wir müssen noch tunen, wir haben noch über 100.000. Maximieren. Hab ich das schon mal vorgelesen? Stufe 2. Düsen-Upgrade? Nee, Stärke den Boost habe ich noch nicht vorgelesen. Habe ich bestimmt schon mal. Der Tuningsatz für Rennen soll Ihnen gegen andere Fahrer einen Vorteil verschaffen. Wir haben noch 94.000. Macht keinen Unterschied, kostet nur Geld. Na, wir haben das Geld. Dieser Auspuff wurde für Rennen der mittleren Stufe mit mehr Leistung und einem höheren Drehmoment entwickelt. Wir haben das Geld sowas von locker. Den ganzen Spaß nochmal. Wie böse der auch einfach klingt. Wie der auch abgeht, das ist übel. Ah, ist zu weit innen, da komme ich nicht mehr ran. Das war jetzt nicht gut. Aber wir können es mit diesem Auto sowas von erlauben. Was? Wie der einfach Stoff gibt. Jawohl, hab diesen Turm noch erwischt. Bei 200 km/h hat der Wagen gerade erstmal so richtig Spaß. Ob wir jetzt blöd oben hängen bleiben, wenn wir hier so lang düsen. Ja. Oh, das da. Oh, geht eigentlich. Hä, er hat gar keine Schramme bekommen. Komisch. Ah, ich krieg diese Werbung in der Mitte, in der Innenbahn, auf der Innenbahn nicht. Sachen. Und das ist auch nur unsere Höchstgeschwindigkeit bei uns, die gerade ausgeht. Ich komme ja nicht mal zum Nitro ausgeben, weil der Wagen sowas von gut von Haus aus zündet. Ui. Werbung in, hab aber ziemlich viel Nitro. Egal, komm nicht ran. 230 Sachen und der Wagen freut sich mal so langsam Geschwindigkeit aufgenommen zu haben. Der Venom. Ist auch wieder ein langsames, langweiliges Rennen, könnte man meinen. Der Benton wird überrundet. Und wieder keine Werbung. Ich habe auch zu spät dran gedacht. Oh, aber gar nicht mit Abstand die beste Rundenzeit. Keine Credits, aber hier immerhin 400. Benton ist letzter geworden. Katie Jackson wieder gut dabei.
Ray Carter schläft erstmal, Martinez wird erstmal ein bisschen gedreht. Jetzt haben wir viel Nitro. Ich hab gar nicht geguckt, was das für eine Antriebsart ist beim Venom. Naja. Wie das Nitro dann auch so richtig am Ende nochmal gezündet hat. Oder steht was? Kriegt man das? Jawoll, Ray Carter, hallo. Eieiei, Baum, Baum! Baum. Die Tür rechts, die sah übel aus. Die ist mittlerweile ab. Ach nee, es war ein ziviles Auto, okay. Ich würde sagen, ich habe eine Chance verpasst. Oh, das war nicht gut. Steinchen, komm runter. Bäumchen, das morsche Ding ist weg. Das hier auch. Springen, wir haben eh genug Nitro, aber egal. Oh. Können wir jemanden in den Laster jetzt zimmern? Die denkt sich auch, ich brauche gar kein Nitro, ich brauche bloß einen Venom hinter mir. Der mich anschiebt. Hallo, wieder den Ray Carter getroffen. Sie steht einfach auf der Geraden, obwohl sie Nitro gibt. Und gar nicht so langsam war, aber sie war zu langsam für uns. Hallo. Rausgecrashed. Oh, Baum. Sieht der Wagen aber aus. Wir liegen noch auf der 1. Nitro ist voll und wir springen noch. Dann springen wir mal. Er schreit, gut gepasst zum Sprung. Oh, zu schnell. Oh. Na, lass das mal lieber. Das Holz oben hängt noch an der, ich sag mal, Gabel. Am Greifer. Komm ich kurz von außen. Na, ihr beiden? Oh, nee. Ich wollte doch jemanden mitnehmen. Wir liegen ja schon wieder auf der 1. Diese ganzen zerknüllten Zäune. Wo sind die denn hin? Wie der Wagen bei 210 Sachen so auf einmal einen richtigen Schub bekommt ohne Nitro. Haben wir da einen fünften Gang? Haben wir einen fünften Gang? Sieht nicht so aus. Hab aber auch noch nicht genau drauf geachtet. Kommt die Jackson wieder an? Das ist anscheinend ihr Cup. Jetzt verlieren wir womöglich Platz 1. Oh. Ja, das war's mit Platz 1. Vielleicht auch nicht. Ich brauch mehr Nitro. Gebt mehr Nitro. Oh nein! Boah! Wie der Venom auf einmal anzieht. Platz 1. Aber nicht die beste Runde gefahren. Da ist jemand 2 Sekunden schneller als wir gewesen. Der Malkov. Jackson auf 3. Ich hab gar nicht geguckt, wo sie ins Ziel gekommen ist. Man or Animal. Man or Animal. Oh, schade. Hab's nicht mehr gedreht bekommen. Nitro, her damit. Hm.
Nitro fast voll. Ein Hauch fehlt noch. Kommt noch irgendwo gegen. Ah, Mist. Geh weg, Walker. Steht irgendjemand? Ah, Markov links. So spät gesehen. Nichts wird in das Stein. Schade, wollte mit dem Hack eine mitgeben. Ich spring wieder, hab grad Lust. Brauch Nitro. Boah, was so ein übler Sprung. Aua. Einfach so in der Kurve vorbeigedüst. Jetzt ist nur die Jackson vor uns. Wenn die sich querstellt, dann sehen wir das. Apropos querstellen. Jawoll! Nitro fast voll. Springen oder nicht springen? Nicht springen. Vorletzte Runde. Ja, das funktioniert, aber ich hätte gedacht, wir gehen mit drauf. Zum Glück war dem nicht so. Oh, wir müssen hier eingerissen. Startziel. Kommt die Martinez wieder an, wir geben ihr einen kleinen Stoß mit und schon steht sie komplett quer. Bist so langsam. Den Venom schaltet man nicht ohne Grund erst ganz am Ende frei. Ist eine richtig üble Karre. Für diese Klasse ähnlich wie der Pickup dann in der letzten Klasse. Aber wir haben viel zu viel Nitro, das kriegt er gar nicht mehr verbraucht. Hier stehen wir immerhin in Sicherheit. Wo ist die Jackson? Ist sie gekommen? Oh, auf dem letzten Platz. Heute hat sie nichts mit der Gesamtwertung zu tun. Wir haben schon wieder nicht die schnellste Rundenzeit. Ist ja ein Skandal. 9 Punkte Vorsprung. Wir haben noch 3 Rennen. Gut, da kann man auch viel versauen. Wolf Mother. Nitro voll. Bam! Einfach rein und mehr Nitro bekommen. Mehr Nitro. Mehr. 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 Oh. Einfach runtergerutscht den Hang. Ein bisschen Nitro für die 90-Grad-Kurve fall runter. Das machen wir beinahe. Haben wir jetzt. Wer möchte mit uns Spaß haben? Kommt die Martinez. Oder ich ramme einfach nur in den Wagen. Oh, scheiße. Oder in den Stein. Nitro. Mehr Nitro, weil Luft geschnuppert. Steht noch. Jetzt nicht mehr. Warum wir einfach 2 aufmischen? So eine geile Karre. Oh, böse Kante. Rammt uns jetzt wer? Nö, die Martinez schon eher. Wo ist sie? Wo ist sie? Sehen sie nicht? Da! Ich würde gerne noch ein paar mitgeben. Nah dran sein und einfach dann reinschieben, aber es gelingt mir nicht. Es wird nichts. Scheiße. Direkt ans Heck klemmen und mit Nitro dann in den Wagen oder in den Fels schieben. Das war jetzt mein Gedanke. Ist mir leider nicht gelungen. Vorletzte Runde.
Bänden auf der 2. Wer führt denn? Jackson könnte es sein. Ja. Oh, die brennt schon. Oh, die hat nicht mehr viel. Ich glaube nicht, dass die Runde überlebt. Super Flip noch. Wir haben sie überschlagen lassen. Mal gucken, wer sie jetzt. Wäre gut. Die Frage können wir nicht beantworten, aber ja, sie ist nicht mehr. Jetzt versuche ich das bei der Jackson mal. Ans Heck heften und dann reinschieben. Ah, ich muss die gegen das Auto drücken, ansonsten bringt das nicht viel. Oh, wir werden das Rennen wohl nicht gewinnen. Ich hänge. Was da noch alles rumsteht. Ja. Holz. Holzer. Der Sieg ist noch drin. Na, ich komme zu weit raus. Es wird nichts mehr. Denkst du? Der Venom macht's trotzdem noch. Martinez nimmt nur einen Punkt mit. Briefing. 19 Slams. Und die schnellste Rennrunde haben wir auch. 18 Zähler Vorsprung, 2 Rennen noch. Wollen wir die nochmal schrotten? Also fast schrotten. Versteckt sich. Na, dann halt die Taylor. Kommt hier ein Baum? Hier kommt ein Baum. Das war ich wieder nicht. Das war das Spiel. Das Zurücksetzen. Ist hier irgendwo Markov auf der Karte? Naja. Nehmen wir den Herrn Carter. Fahrt. Na, nicht alle. Ich fahr mal mit. Vielleicht kann ich jemanden gegen die Blinklichter drücken. Na, no, okay. Oh! Aber das finde ich so beschissen an dieser Kurve. Beziehungsweise an der. Bei der Variante dort außen lang zu fahren. Martin ist unten und vertüttelt sich auch noch und Walker fährt mit oben lang. Tschüss, Motor, aber. Bist gefühlt auch nur da, um den Motorblock im Auto zu behalten. Die Motorhaube ist ja eh aufgeschnitten. Haben wir das hingeschossen? Na, es räumt nichts ab, so wie es aussieht. Das ist ja mal ein entspanntes, ruhiges Rennen. Gut, hat sich die Taylor jetzt zu Beginn nicht gesagt. Not listening. Da steht Werbung rum. Mist. Wolltest du mit dem Heck erwischen? Ich werde springen, aber nur reinrollen in den Sprung. Gable Stapler Rinsky steht da rum. Und zwar sogar noch voll beladen. Und mit diesem Sieg, das wird wohl ein Sieg, können wir uns im letzten Rennen so richtig austoben. Austoben. Und dann wird sich wenig drum. Noch Zeug mitgenommen. Der Gesamtsieg steht schon fest. Jackson auf der 2. Rundenzeitmäßig auf der 1. Wir haben ja gegen die Taylor auch gut ausgepackt. Reicht das für? Ja. Blastmeister und bester Schrotter. Wir haben 23 Punkte Vorsprung.
So abgeschlagen wie beim letzten Mal bei diesem Cup ist aber keiner. Kein Markov und kein Ray Carter. Ray Carter hat jetzt schon mehr Punkte. Gut, wir toben uns aus im letzten Rennen. Da gibt es ein paar lange Geraden. Allen voran nach Kurve 1, aber auch statt Ziel ist nicht ohne. Erstmal Nitro holen. Ich muss hier gar nicht noch Nitro dazugeben, um hier weiter voranzukommen. Das mussten wir vorhin mit dem Blaster XL. Da mussten wir beim Zäune abräumen und auch Nitro geben, damit wir vorankommen. Oh, noch eine Runde? Na, okay. Da schießen wir wieder was rein. Schade. Weg da! Du auch! Das war mit dem Blaster XL nicht möglich, auf der Geraden einfach so mit ein bisschen Nitro so dermaßen reinzubrettern. Hier alles rumfliegt, die Martinez, die Kleine räumt ganz schön auf. Also die mit ihrem kleinen Auto. Au. Zivilist. Eine Gerade. Überschuss. Reicht für einen Powertreffer und für einen Slam und für die Leitplanke. Nehmen wir das Türmchen hier mit, das steht nämlich noch, das bringt Nitro. Sehr schön. Wie nett. Nitro fast voll. Ich fahre jetzt mal wieder Stoß. Na doch. Wobei ich muss noch langsam sein. Ich will ja Spaß haben, ich will jetzt nicht einfach nur vorwegfahren und gewinnen. Schon ungewohnt. Auf dem ersten Moment. Im ersten Moment. Das ist aber schon ein cooles Geschwindigkeitsgefühl. Aua. Ich habe zu früh Rücksetzen gedrückt. Zurücksetzen. Boah, die Sprünge sind ja auch cool bei dieser Perspektive. Oh nein, oh nein! Und drauf. Na, er dreht sich weg. Mist. Oh, wir qualmen schon. Na, da will sich jemand mit uns anlegen. Es geht etwas schief. Ui. Ah, schade. Die kommen jetzt erstmal davon. Oh, oh. Oh, rammt uns gar nicht so sehr. Ich hätte gedacht, es flattert uns mehr weg. Das gönne ich der Jax nicht, dass die da jetzt vorne wegfährt. Die holen wir wieder ein. Und schieben die irgendwo hin. Schieben oder drücken, irgendwas in der Art. Hauptsache irgendwas Böses, Dreckiges. Die hat einen guten Vorsprung. Ist immer noch nicht auf der Streckenkarte zu sehen, jetzt. Oh, oh, oh. Na, das wird so nichts mehr. Eine Runde haben wir gleich noch. Yellow Card. Da raucht wer wir auch, aber sie wird etwas mehr Schaden davon tragen als wir. Fährt sie noch gegen Baum? Jawohl, geschrottet. Jackson vor der Nase, springen, mehr Nitro bekommen. Räder auf dem Boden, los geht's, weiter Nitro. Einfach mal mit 200 Sachen gegen so einen dicken Stein fahren. Na hallo. Dachtest du, du gewinnst das Ding ja locker flockig. Nix da. Schade, hab gehofft, der dreht uns noch mit um. Na, nicht umdrehen. Na. Nicht rausgecrashed, okay. Das Rennen werden wir wohl nicht gewinnen. Ist aber auch nicht schlimm. Steht der Markov? Ah, steht sehr blöd.
Zumal er sich zurückgesetzt hat, das hätte niemals für uns gepasst. Jetzt nimmt er den Turm mit. Arschkicks. Zeigen wir mal, was Nitro kann. Die schiebt man noch ins Aus, oder? Oder ins Ziel? Ins... Ausgecrashed. Wie auf der 3. Cool. Dann würde ich das sagen, beenden wir das Ganze hier und sehen uns dann beim nächsten Mal mit Derby Bowl 2. Müssen wir auf jeden Fall noch machen wieder. Und wir haben ja noch das, die, ich sag mal, Dreck-Coole. Auch dieses Crash Derby. Ja. Das gehen wir auf jeden Fall dann mit als nächstes an. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.